Die einzige Skype-Trading-Strategie, die du brauchst, um erfolgreich im Skyping zu sein. Mein Name ist André von Trading für Anfänger und heute möchte ich dir einmal zeigen, was ist Skyping, wie funktioniert das Ganze, welche Strategie nutze ich und wie kannst du die Märkte analysieren und auch vorbereiten, um dann anschließend Skype-Trades durchzuführen. Scalping, was bedeutet das? Das bedeutet, man handelt in sehr, sehr kurzen Zeiteinheiten. Manchmal eröffnet man Trades, die laufen vielleicht nur 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, 15 Minuten. Aber Scalping bedeutet, ja, skalpieren auf Deutsch und man nimmt eben sehr, sehr kleine und schnelle Bewegungen im Markt mit. Für das Scalping, ich nutze hier den M1-Chart, also 1-Minuten-Chart. Ihr seht es hier schon eingestellt. Und das ist gerade der S&P 500. Ich bin der Meinung, es eignet sich nicht jeder Markt für das Scalping. Für das Scalping nutze ich beispielsweise den S&P 500, also liquide Aktienindexmärkte. Man kann auch manchmal den DAX nutzen. Ich bevorzuge gar wirklich die amerikanischen Märkte, da die aus meiner Erfahrung einfach besser laufen. Und ja, dort hat man eben eine hohe Liquidität und meistens auch nicht so extreme Volatilität, wo der Markt eben hin und her springt. Und ja, die Bewegungen sind einfach meiner Meinung nach in den großen Indexen einfach besser. Da kann man den S&P 500 nehmen, man kann den Dow Jones nehmen. Wer es schneller mag, nimmt den Nasdaq. Der ist nämlich nochmal, ja, volatiler als der S&P 500 beispielsweise. Man kann allerdings auch Rohstoffe nehmen für das Scalping oder auch Währungen. Jeder Markt braucht eine eigene Vorbereitung und wir fangen jetzt einmal mit der Vorbereitung für die Scalping-Trading-Strategie an. Und zwar hier haben wir ja verschiedene Öffnungszeiten immer bei den Indexen, bei den Aktien und im S&P 500. Ihr seht das hier, das Volumen steigt hier schlagartig an und klar, das ist nach der Eröffnung, ja, um 15:30 Uhr deutsche Zeit. Die sollte man sich auf jeden Fall hier einmal markieren. Das kann man machen. Und ich würde diese Eröffnung auch vom Vortag eben markieren mit einer vertikalen Linie hier. Schauen wir uns das an, wo war das auch vom Vortag? Hier auch das Volumen sehr, sehr stark angestiegen. Ja, war circa hier. So, was schließe ich ein in die Vorbereitung? Ich schließe einmal ein in die Vorbereitung den Tag davor. Also den Tag davor, das haben wir jetzt hier schon eingegrenzt vom S&P 500. Ich handle diese Indexe nur bei der Öffnungszeiten, wenn die Aktienmärkte geöffnet sind, zu amerikanischen Zeiten, weil die anderen Zeiten machen keinen Sinn. Ihr werdet es gleich selber sehen. Hier zum Beispiel am Ende seht ihr ja gar keine Bewegung da. Was will ich da scalpen? Oder hier eben vor der Eröffnung auch sehr, sehr wenig Bewegung. Ihr seht, dass das Volumen ist nicht so hoch und ihr seht, ja, die Bewegungen sind einfach viel, viel größer bei der Eröffnung. So, jetzt markieren wir uns hier auch noch den Schluss. Der ist auch hier circa vom S&P 500. 22 Uhr deutsche Zeit müsste das sein. So, und jetzt habe ich jetzt hier schon mir das einmal abgegrenzt, ja, und gehe weiter. Ich möchte jetzt hier handeln. Ja, wir sagen jetzt hier, okay, diesen aktuellen Tag möchte ich handeln. Ja, im Scalping. Was markiere ich mir noch? Zu dieser Strategie ist eigentlich ziemlich simpel. Ich markiere mir das Tagestief von gestern, von der Session. Und ja, das Tageshoch von der Session von gestern. So, und wenn ich jetzt hier schaue am aktuellen Tag, was passiert? Ja, wir sehen hier, das Tageshoch wurde rausgenommen. Wir sehen das hier. Zack, der Markt macht einen Pullback und da wäre unser direkter Scalp-Trade gewesen. Also, wo möchte ich hier traden mit dieser Strategie? Ich möchte am besten also am gestrigen Tagestief und am Tageshoch traden und dort eventuell auf einen Reversal spekulieren. Das ist die Strategie, weil eben wenn so ein Hoch und Tief rausgenommen wird, ja, was heißt rausgenommen? Es wird einfach hier ein neuer Preis gemacht. Ihr seht es hier. Dann gibt es meistens einen Pullback, weil dort Profite genommen werden oder eben auch die Preise sind dementsprechend günstig oder teuer, sodass der Markt eben anfängt zu drehen. Und das ist die Vorbereitung, das ist die Strategie. Also man wartet wirklich immer nur, ja, darauf, dass eben am nächsten Tag der Kurs dahin kommt, vom Tageshoch und Tagestief von der Handelssession. Schauen wir uns noch weiter das Ganze an. Schauen wir uns das noch weiter an. Ich möchte jetzt hier nochmal einen Tag davor gehen
Und da werden wir wahrscheinlich auch sehen, was passiert. Hier sieht das Ganze so aus. Hier war der Start. Okay. Über Nacht ist der Markt dann ja ziemlich abgeschmiert. Wir sehen das hier. Hier war das Tief und das Hoch war hier oben. Und ja, dann schauen wir uns an, was passiert am nächsten Tag an diesen Stellen. Hier sehen wir, der Markt wird zurückgekauft, also sozusagen ein Gap Close. Ja, über Nacht sagt man so, es macht ein Gap und ja, dann zu den offiziellen Handelszeiten wird das wieder geschlossen. Wir sehen das auch hier. Das wird dann zurückgekauft, weil die Aktien eben diesen Gap machen, was der Index nicht macht. Aber die Aktien machen diesen Gap, dieses Gap und dann sehen wir hier, das Tief von der Session agiert als Resistance und dann ist hier unser Scalp-Trade eventuell. Ja, schauen wir uns an. Wie sah das Ganze aus? Genau auf den Punkt, genau hier verdreht der Markt. Ich wäre dann jetzt schon hier eingestiegen. Hier nach dieser Candle. Eingestiegen, eingestiegen, okay. Hier unten ist das ist aussagekräftig. Ein bisschen, kleines bisschen. Und da dreht er dann halt wieder. Und dann wäre ich hier in diesem Bereich irgendwie rausgegangen. Also wir hätten hier das Ganze kurz geskypt. Ja, ist halt gegen den Trend. Ja, gegen den Buyback. Aber können wir nicht ändern. Trotzdem eine Möglichkeit, mit dieser Strategie einen kurzen Scalp-Trade zu machen. So funktioniert das Ganze. Wir können uns noch mal kurz einen anderen Tag anschauen. Gehen wir mal weiter zurück. So. Gehen wir mal hier hin. So. Wo ist der Session Start? Der Session Start war hier circa. Wir sehen hier, er hat ein Hoch gemacht, ist tief gemacht, welches dann auch am selben Tag noch am Ende der Session rausgenommen wurde. Was wir aber jetzt erkennen am nächsten Tag, wir wollen wieder die Session haben. Okay, hier rauscht er komplett durch, passiert nichts. Ja, kein Reversal. Ist auch die Sache, das Tief wurde hier schon getouched. Zack, zack. Agierte hier sogar als Support in der Nacht. Und ja, da sehen wir jetzt auch hier die Sache, da braucht man eigentlich auch nicht traden. Wichtig ist, dass das Hoch und Tief noch nicht berührt wurde aus der Session. Ja, dann haben wir halt gute Trades. Es kommt nicht so vor, auch so oft vor. Vielleicht hat man da in der Woche nur eine Chance, manchmal auch zwei, manchmal auch gar keine, aber das ist eine wirklich geile Strategie für das Scalping eben. Schauen wir uns nochmal hier an, was geht hier ab. Hier war wieder Session Open. Ja, der Markt wird direkt hochgekauft. Hier macht er das hoch. Session High. Und am nächsten Tag, was passiert dort? Ja. Wird komplett durchgebrochen. Allerdings sehen wir hier danach, okay, der Markt macht hier sozusagen auch Setups für Scalp Trades. Hier wäre sozusagen auch ein sehr, sehr geiler Fake Breakout. Er ist jetzt ein bisschen höher gekommen. Wir sehen das hier. Dann wartet man einfach ab, wenn er nicht direkt diesen. Und dann schauen wir, okay, erster Push, zweiter Push, tieferes Hoch. Und dann wäre mein Scalp-Trade hier gewesen, ja. Ziel wäre unter dieses Tief gegangen, wenn man dann hier reingeht, in diesem Bereich. Wäre dann hier, wäre man raus. Stop-Loss hier drüber. Okay, wäre ein 1 zu 1 Gewinnverhältnis gewesen, aber ein sehr, sehr schneller Trade fürs Scalping eben. Und so analysiere ich das Ganze, so nutze ich das fürs Scalping. Wir können auch den Euro gegen den US-Dollar nutzen hier. Genau das gleiche Spiel. Wir wählen jetzt hier mal den 15-Minuten-Chart, den 5-Minuten-Chart, markieren uns vom Tag davor das Tief. Das ist eindeutig hier. Und das Hoch. Das ist eindeutig hier.
Nächster Tag, hier sehen wir Open des Marktes in diesem Bereich. Markt schmiert ab. Zack, bricht das Tief. Okay, er kommt direkt wieder zurück. Gehen wir mal hier rein. Wir sehen das hier, er kommt direkt wieder zurück. Ja, zack, zack. Wäre ein Fail Entry gewesen, wenn man hier direkt rein. In dieser Candle zum Beispiel. Fake Entry, aber jetzt kommt der Finally zurück. Zack, und man hätte dann hier eventuell Einstieg nach oben auch wieder auf diesen Reversal aufspringen können. Genau so. Und so ist die Strategie ziemlich simpel. Keine andere Strategie. Ziele der Strategie ist natürlich dann, wenn man hier reingeht, wo gehe ich raus? Ich gehe hier rein, Scalping, gehe dann hier raus beim letzten Hoch oder Tief, hier Exit. Nehmen die kurze Bewegung mit. Und ja, aus meiner Erfahrung eignet sich das sehr, sehr gut zum Scalping. Man kriegt schnelle Trades. Die Chancen sind nicht so oft da. Aber wenn sie da sind, sind diese Trades ziemlich geil. Und ja, man kann es eben nutzen. Das wollte ich euch heute zeigen in diesem Video. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Würde mich freuen über ein Abo. Und ja, ich bin raus. Vergesst nicht zu liken. Und wenn ihr einen super günstigen Broker sucht, findet ihr auch den Link in der Beschreibung. Bis dann.